Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. Ja, ein Weilchen ist es her. Tut mir leid, dass ich jetzt erst wieder Videos mache. Es ist viel passiert, aber dazu komme ich gleich. Wir reisen jetzt erstmal weiter. In der letzten Folge ist uns Morrigan jetzt mit dazu gestoßen. Und ja, schauen wir mal, wo es jetzt lang geht. Es geht nach Lothering, ein kleines in unmittelbarer Nähe des kaiserlichen Hochwegs gelegenes Dorf am Rande der Hinterlande. Da reisen wir jetzt hin. Und ich erwarte, dass jeder diese Männer bereitstellt. Wir müssen wieder aufbauen, was wir in Ostagar verloren haben, und zwar rasch. So mancher würde unsere derzeitige Schwäche ausnutzen, wenn wir es zuließen. Wir müssen die dunkle Brut aufhalten, aber das muss überlegt und ohne Zögern erfolgen. Eure Lordschaft, darf ich sprechen? Ihr habt euch zur Königin Enoras Regenten erklärt und verlangt, dass wir zu unserem Besten gemeinsam unter eurem Banner kämpfen. Was war mit der verlorenen Armee bei Ostagar? Euer Rückzug war ein wahrhaft glücklicher Zufall. Mein Handeln diente stets der Sicherung von Fereldens Unabhängigkeit. Ich habe meine Pflicht nicht vernachlässigt. Und das dulde ich auch von niemandem. Das Benorn wird sich euch nicht beugen, nur weil ihr es verlangt. So hört. Ich werde keine Bedrohung dieses Landes dulden. Von euch nicht. Von niemandem. Ben Tegan, bitte! Eure Majestät, euer Vater riskiert einen Bürgerkrieg, wenn Eamon hier wäre. Ben Tegan, mein Vater tut das Beste. Hat er auch für euren Gatten das Beste getan, Eure Majestät? Aufwachen, die Herren! Wir haben hier weitere Reisende, die unserer Aufmerksamkeit bedürfen. Ich würde sagen, die Hübsche dort ist ihre Anführerin. Sehen ein bisschen anders aus als die anderen. Vielleicht sollten wir sie passieren lassen. Unsinn! Seid gegrüßt, Reisende! Wegelagerer. Ich nehme an, sie plündern die, die vor der dunklen Brut fliehen. Sie sind verrückt, sich uns in den Weg zu stellen. Ich erteile ihnen eine Lektion. Ich bitte euch, ist das eine angemessene Art der Begrüßung? Es kostet euch nur lumpige 10 Silberlinge, dann könnt ihr weiterziehen, wie es euch beliebt. Ganz genau. Zur Instandhaltung des kaiserlichen Hochwegs. Er ist nicht in allerbesten Zustand, oder was meint ihr? Ihr repariert den Hochweg? Das kann ich mir nicht vorstellen. Euch entgeht wirklich nichts. Es ist nicht wirklich ein Wegzoll. Wir rauben euch einfach nur aus. Versteht ihr? Halt den Mund. Selbst ein Genlock hätte das kapiert. Aber so viel Geld habe ich gar nicht. Und wenn ich euch das nicht abnehme, wie lösen wir diese missliche Lage? Ach, wir schüchtern ihn ein, oder? Wollt ihr wirklich gegen einen grauen Wächter kämpfen? Hat sie gesagt, sie sei ein grauer Wächter? Eine von denen, die den König getötet haben? Es heißt, sie sei ein Verräter an Ferelden. Taryn Loghaine hat ein beachtliches Kopfgeld auf jeden von ihnen ausgesetzt. Aber sind die grauen Wächter nicht gut? Ich meine, richtig gut? Gut genug, um einen König zu töten? Da hast du nicht ganz unrecht. Vergessen wir den Wegzoll. Wir überlassen euch einfach dem, was ihr so tut. Die dunkle Brut bekämpfen, Könige töten. Zu freundlich von euch. Ja nun, dann geht bitte weiter. Genießt euren Aufenthalt in Lothering. So, na, da bin ich ja mal gespannt.
Ach, die lassen uns echt durch. Wow. Einfach mal die graue Wächterkarte ausgespielt. Wir sind ganz in der Nähe des Dorfes. Ein guter Zeitpunkt, innezuhalten und uns zu unterhalten. Ah, ihr habt also doch beschlossen, wieder zu uns zu stoßen. Euch aus Trauer in eure Klinge zu stürzen, war wohl zu viel verlangt, oder? Ist meine Trauer so schwer zu verstehen? Habt ihr noch nie jemanden verloren, der euch nahe stand? Was würdet ihr denn tun, wenn eure Mutter stirbt? Vor Ende meines Lachanfalls oder danach? Genau, sehr gruselig. Vergesst, dass ich gefragt habe. Worüber wollt ihr mit mir sprechen, Alistair? Seinen Nabel vermutlich. Zumindest hat er ihn jetzt lange genug angestarrt. Ich verstehe schon. Und jetzt stellen wir schockiert fest, dass ihr in eurem ganzen Leben noch nie einen Freund hattet. Ich kann durchaus freundlich sein, wenn ich will. Aber der Wunsch nach mehr Intelligenz bringt noch keinen Erfolg. Wie auch immer. Wir sollten jetzt erst einmal darüber reden, wo wir überhaupt hinwollen. Wir müssen erst über die aktuellen Entwicklungen Bescheid wissen, ehe wir eine Entscheidung treffen. Aber wir brauchen doch einen groben Plan für danach, oder etwa nicht? Ich halte den Vorschlag von Flemeth für den besten. Diese Verträge. Habt ihr mal einen Blick darauf geworfen? Nein, noch nicht. Wir haben Verträge für 3 Hauptgruppen. Die Dalish-Elfen, die Zwerge von Orsamar und den Zirkel der Magi. Ich halte Al-Eamon für unsere beste Hoffnung auf Hilfe. Vielleicht sollten wir ihn sogar als erstes aufsuchen. Warum überlasst ihr das alles mir? Weil ich nicht weiß, wo wir hingehen sollen. Ich folge euch, was immer ihr entscheidet. Warum überrascht mich das nicht? Al-Eamon ist ein guter Mann, aber ich bin nicht sicher, ob wir ihn aufsuchen sollten. Ich werde darüber nicht streiten. Dann müssen wir diese Leute finden. Ich kann euch die Richtung weisen, wenn ihr möchtet. Ja, wir brauchen keine weiteren Reiserouten. Ich bin bereit aufzubrechen. Gut. Wir können das Lager abbrechen. Und Richtung Dorf aufbrechen, sobald ihr bereit seid. Okay. So, wir haben hier natürlich noch ein bisschen was zu erledigen. Ein bisschen Stufenaufstieg hier. Und da. Ah, Manipulationsstufe 2 ist eigentlich ganz gut. So. Ja, es ist viel passiert in den letzten 3 Wochen. Sowohl Gutes als auch weniger gut. Anfang August ging es mir sowohl körperlich als auch psychisch nicht so gut. Und ich hatte jetzt auch diverse Arztbesuche, musste auch ins Krankenhaus und das war nicht so geil. Und ich erspare euch die Details, es war einfach sehr nervenzehrend. Hinzu kommt noch die Arbeit, die halt im Moment ja so langsam weniger wird. Wir haben 2 Hochphasen bei uns auf der Arbeit. Wie klug sind Madari eigentlich wirklich? Verstehen sie alles, was wir sagen? Ach, wirklich? Aber vielleicht hörst du auch nur auf den Klang meiner Stimme. Du könntest genauso gut dumm wie Stroh sein. Ganz ruhig. Das heißt ja nicht, dass dieses Stroh nicht auch süß und herzig sein kann. Na, wer ist denn das süße, herzige Hündchen? Unwissenheit ist ein Segen, nicht wahr? Zumindest hat mir das die Kirche immer eingetrichtert. Ach, Alistair. Ja, wie gesagt, die Arbeit wird im Moment langsam weniger. Mein Partner war jetzt für 1,5 Wochen da. Ja, und es war viel los. Und ich bin froh, dass ich jetzt Mitte September so langsam sich wieder alles langsam einpegelt, sich beruhigt und ja, ich diesem Stress nicht mehr ausgesetzt bin. Also ich blicke da positiv. Ich hoffe es einfach mal, dass es besser wird. Ihr seht nicht aus wie die anderen Leute, die aus dem Süden fliehen. Habt ihr in der Schlacht gekämpft? Ihr seht nicht nach Jacent aus, also seid ihr nicht aus der Wildnis. Und ihr seid kein Bauer. Ich nehme an, ihr habt schon einige Kämpfe erlebt.
Ja, ich war in der Armee des Königs. Ich dachte, alle, die überlebt haben, seien mit dem Terry nach Norden gegangen. Ihr müsst eine Überlebende sein. Oder eine Deserteurin. Ich nehme an, ihr könnt euch glücklich schätzen. Ich habe einige Fragen. Ich kann nicht versprechen, dass ich sie beantworten werde. Boah, wieso ist er gleich so zickig? Ey. Was ist hier los? Was hier los ist, das kann ich euch sagen. Die Chasent-Barbaren und sämtliche Bauern südlich von Kalenheart fliehen vor der dunklen Brut. Nicht, dass wir hier sicher wären, jetzt wo die Armee abgezogen ist. Wer hat in diesem Dorf das Sagen? Ihr könntet mit der Ältesten sprechen. Sie hat allerdings genug damit zu tun, alle wieder auf den Weg zu schicken. Zurzeit gehen die meisten Leute zu Sir Bryant. Er führt die Templer der Kirche an. Wisst ihr von den Banditen außerhalb des Dorfs? Sie sind das Beste, was Lothering je passiert ist. Die Banditen sorgen dafür, dass der Pöbel draußen bleibt, wenn es Sir Bryant und seine Leute schon nicht tun. Was? Lasst euch von mir nicht aufhalten. Voll der komische Dude, ey. Aber den wir vorhin gesehen haben, ne, in diesem Video da mit Anora und mit Dogain, Van Tegan. Also, ich will ja nicht sagen, ne, aber er ist schon, joa, he's triggering my daddy issues. Boah, vor allem, wenn er Anora so fragt, so, ja, hat er dasselbe auch für euren König getan? Da bin ich dann immer gleich so, wow, krass, what a burn. Erstmal Anora fertig gemacht, voll cool. Nee, Van Tegan ist wirklich ein sehr, sehr cooler Typ. Gibt auch viele in der Fandom, die ihn so mit deren Charakteren so romancen in Fanfictions und in Fanarts und so, was ich ziemlich, ziemlich cool finde. Ja, Van Tegan, sehr, sehr nicer Kerl. Den werden wir aber auf jeden Fall noch sehen, das kann ich nicht sagen. Hier da, wenn ihr einen sicheren zieht weiter, wenn ihr könnt. Lothering ist verloren. Was meint ihr damit? In den letzten 2 Tagen sind Flüchtlinge aus dem gesamten Süden zu uns geströmt. Die Kirche und die Taverne sind völlig überfüllt. Es gibt einfach nicht genug Lebensmittel für alle. Und wir Templer können kaum noch die Ordnung aufrechterhalten. Woanders wärt ihr besser dran. Danke für die Warnung. Wohin ihr auch immer geht. Oh. So. Mir gefällt es hier nicht. Warum sind wir hierher gekommen? Ich frag mich das ganz oft. Seid gegrüßt, Herrin. Wenn es nicht zu viel verlangt ist, könntet ihr dann vielleicht ein Stück Brot entbehren? Wir dachten, hier in Lothering sei es sicherer. Wir hatten gehofft, der Terran würde seine Soldaten hierher führen. Aber wir wurden von Banditen angegriffen. Sie haben uns alles genommen. Unser Essen, unsere Kleidung, das Lieblingslamm meiner Tochter. Niemanden interessiert das Schicksal von ein paar Elfen wie uns. Könnt ihr uns helfen? Was euch zugestoßen ist, tut mir leid, aber ich kann euch nicht helfen. Vergiss es, Hale. Es hat keinen Sinn. Niemand wird einem von uns helfen. Boah, das tut mir so leid für die. Ich würde nämlich gerne helfen. Hast du meine Mutter gesehen? Hau ab! Ich weiß nicht genau, wer ist denn deine Mutter? Sie ist wirklich groß und hat rote Haare. Wir leben alle auf einem großen Bauernhof. Böse Männer mit Schwertern sind zu uns gekommen. Und meine Mutter hat gesagt, ich soll so schnell ich kann ins Dorf rennen. Und das habe ich gemacht. Sie sagte, sie ist direkt hinter mir. Aber ich habe gewartet und gewartet. Ich kann sie einfach nicht sehen. Nun ja, ich wünsche dir viel Glück. Boah, also manche Antworten, die sind schon wirklich sehr evil, ne? Weißt du, wo dein Vater ist? Er ist gestern mit William zu unseren Nachbarn gegangen, aber er kam nicht zurück. Na super. Komm mit mir, ich helfe dir, deine Mutter zu finden. Mutter hat gesagt, ich darf mit niemandem mitgehen. Ich soll hier im Dorf auf sie warten. Geh zur Kirche, Kind. Dort wird man sich um dich kümmern. Das werde ich. Aber nur, wenn ich meine Mutter nicht finden kann. Du bist wirklich eine freundliche Dame, wie meine Mutter.
Ich sollte sie suchen. Ach. Was für ein netter, netter Kerl. Ja. So, ja, wir sollten vielleicht auch mal schauen, dass wir unser Inventar ein bisschen lockern. Hier herrscht auch Stress. Ey! Was ich will. Ihr schlagt Profit aus dem Unglück der Leute. Ich sollte die Templer rufen, damit sie alles verschenken, was ihr in euren Wagen habt. Das wagt ihr nicht. Wenn ihr meinen Waren auch nur einen Schritt zu nahe kommt, werde ich... Schön, dass alle in so einer Krise zusammenhalten. Geradezu herzerwärmend. Oh, ihr da. Ihr wirkt kräftig. Hättet ihr Interesse daran, einen kleinen Profit zu machen, indem ihr einem Geschäftsmann in Bedrängnis helft? War das nicht bei Corona damals so, dass es so einen Toilettenpapier-Notstand gab und die Leute tatsächlich irgendwie 4 bis 5 Euro pro Rolle auf eBay versteigert haben? Also daran erinnert mich das so ein bisschen. Dieses herzliche Zusammensein, dieser Zusammenhalt in Krisenzeiten. Ja, da hat Alice da recht, man kennt es ja nicht anders. Warum sollte ich euch helfen wollen? Hatte ich nicht den Profit erwähnt? Ist mir scheißegal, ey. Preise für Dinge, die Leute dringend benötigen. Er füllt sich die Taschen mit ihrem Blut. Ja, das ist schon sehr widerlich. Nur der Stärkste überlebt. Wenn die anderen an seiner Stelle wären, würden sie genau dasselbe tun. Ich habe nur begrenzte Vorräte. Die Leute entscheiden, was sie ihnen wert sind. Die meisten eurer Waren habt ihr denselben Leuten erst letzte Woche abgekauft. Jetzt müssen sie fliehen, um ihre Leben zu retten. Und ihr denkt nur an euren Profit? Hört zu, Fremde. Ich gebe euch 100 Silberlinge, wenn ihr mir diesen Pöbel vom Hals schafft. Fangt am besten mit dieser Priesterin an. Ich bin einfach nur ein ehrlicher Händler. Habt ihr nicht den Eindruck, dass ihr etwas skrupellos vorgeht? Würde es diesen Leuten etwas mehr helfen, wenn es überhaupt nichts zu kaufen gäbe? Sie opfern ihr letztes Geld, weil sie verzweifelt sind. Und dieser Mann beraubt sie genau wie die Banditen vor dem Dorf. Ja, ich diskutiere nicht mehr mit euch. Verjagt diese Frau und verdient euch eure 100 Silberlinge. Sonst nehme ich meinen Wagen und verschwinde hier. Könntet ihr nicht einen Kompromiss finden und trotzdem noch Profit machen? Vielleicht, wenn diese Frau zustimmt, dass ich zumindest einen kleinen Aufschlag erhebe. Tut, was ihr tun müsst. Solange die Preise nicht so hoch sind, dass sie die Bedürftigen ruinieren. Gut, gut, das wäre erledigt. Und da ihr nicht sonderlich bedürftig aussieht, gelten für euch die normalen Preise. Dann ist unsere Aufgabe also, jeden Dorfzwist persönlich zu schlichten? Das wird die dunkle Brut mächtig beeindrucken. Vielen Dank für eure freundliche Unterstützung. Der Erbauer möge über euch wachen. Ja, dass Morrigan dagegen ist. Ich nehme nicht an, dass ihr etwas kaufen wollt. In Ordnung, aber kauft nicht alles auf. Ich will eigentlich nur, kann ich noch nicht kaufen. Ich muss hier erstmal ganz viel Zeug loswerden, weil, oh mein Gott. Das kann weg. Düdüdüdüdüdüm. Die sind unbearbeitet, die können auch weg. Die können weg. Graueisen, ja, kann weg. Schwere Kettenrüstungsstiefel. Die können auch weg. Auch weg. Alles weg. Alles wegmachen. Schild einer Kusland. Schild von High Ever. Ja, stimmt, das war das hier, was weg konnte. Da haben wir auch noch ein paar Sachen. Wir müssen, glaube ich, Morrigan auch noch ein bisschen, wie sagt man das? Jetzt habe ich das Wort nicht im Kopf. Bekleiden? Ankleiden. The Edge. Ja, die Backkristalle, die können wir verkaufen. So. Dann haben wir auch noch ein bisschen Geld. Ein bisschen mehr Platz in den Taschen.
So, jetzt schauen wir mal kurz. Grey Warden Shield. Ah, hier. So geil sind die Werte jetzt hier auch nicht. Nietenbesetzte Stiefel. Oder wie sind die? Ja, nehmen wir besser die hier. Oh, die Chase-Syndrome. Oh. Oh, Morrigan. Zügel dich. So. Was haben wir hier noch? Mark of Vigilance. Das ist eigentlich sehr gut. Was haben wir hier? Feral Wolf Charm. Den sehe ich zum ersten Mal. Haben wir den irgendwo eingesammelt? Naja. So, und dann haben wir hier noch ein Silberarmband. Ein schönes Geschenk. So, dann hat Morrigan nämlich jetzt auch ein Geschenk bekommen. Ist jetzt zufrieden. Und Eileen sprach zu den Massen. Mein Herd ist euer. Mein Brot ist euer. Mein Leben ist euer. Denn alle, die im Licht des Erbauers wandeln, sind eins. Und wer genau seid ihr? Ihr redet nicht viel, oder? Mögen alle den Gesang des Lichts anstimmen. Nur das Wort vertreibt die Dunkelheit, die uns bedroht. Er kann nicht antworten. Das ist Kantor Devins. Was ist ein Kantor? Er gehört zu denen, die nur den Gesang des Lichts sprechen können. An seiner Anschlagtafel findet ihr Briefe mit Aufträgen für gute Taten. Mein Vater hat mal das Dach von Witwe Allison repariert und der Kantor hat ihn dafür bezahlt. Wirklich. Ein gelehrsames Kind ist ein Segen für seine Eltern. Ebenso wie für den Erbauer. Wenn ich also ein Dach decken wollte, müsste ich mit ihm reden? An seiner Anschlagtafel gibt es alle möglichen Dinge. Manchmal machen sogar reisende Söldner Aushänge. Er kann also gar nicht sprechen? Nein, außer es ist der Gesang des Lichts. Und so entsagte Raschmael im heidnischen Tempel und Andraste sprach, sprecht nur das Wort, singt nur den Gesang, dann ist die goldene Stadt euer. Ein Kantor sagt was? Was? Oh, du hast ihn zum Sprechen gebracht. Was ist die Saat der menschlichen Sünden? Oh, er hat geschummelt. Der Arme. Wird hier von uns gechallenged. Überfall, überall nur Banditen. Eine Hoffnung mehr. Das ist der nächste Wahnsinnige. Die Legionen des Bösen stehen vor unserer Schwelle. Sie werden sich an unseren Herzen laben. Es gibt kein Entkommen. Das Böse wird die Erde bedecken wie ein Schwarm Heuschrecken. Bitte, ihr erschreckt die Kinder. Es ist besser, sie jetzt selbst dem Tod zu übergeben, als sie in den Händen der dunklen Brut leiden zu lassen. Dort, eine dieser Kreaturen ist bereits unter uns. An dieser Frau klebt der Gestank des Bösen. Seht ihr denn die abscheuliche Dunkelheit nicht, die in ihr steckt? Die Frage kriege ich öfter zu hören. Oh, ja. Warum senkt ihr eure Stimme nicht ein wenig? Ich habe gesehen, wie die schwarze Horde auf mein Volk niedergegangen ist. Ich werde nicht schweigen. Bitte aufhören! Jemand soll ihn zum Schweigen bringen! Aber er hat doch recht. Der Bern hat uns verlassen. Wir werden sterben. Diese Kreatur ist nur die erste derer, die uns vernichten werden. Ihr armer Mann, was ist euch denn widerfahren? Meine Familie, mein Clan. Diese Kreaturen haben sie alle niedergemacht. Einige von uns sind hierher geflohen, aber wir können der dunklen Brut nicht entkommen. Seid kein Narr, die dunkle Brut kann besiegt werden. Nein, ich habe sie gesehen. Man kann ihnen nicht entfliehen. Man kann sie nicht bekämpfen. Hier schreiend herumzustehen, wird euch auch nicht retten. Wir können nichts tun. Es gibt keine Hoffnung mehr.
Wir aus Ferelden haben in der Vergangenheit schon Schlimmeres besiegt. Wollt ihr mich einen Feigling nennen? Ich nenne euch einen Idioten. Hört euch doch nur einen Moment selbst zu. Ich habe meinen Ahnen Schande gemacht. Aber die Dunkelheit wird kommen. Er hatte recht, nicht wahr? Für uns besteht keine Hoffnung mehr. Oh mein Gott. Ihr alle raus hier, bewegt euch. Warum geschieht das alles? Raus hier. Es gibt keine Hoffnung mehr. Der Typ, ey. Voll am Ausrasten. Naja, wir sind jetzt hier in der Kirche. Es gibt Berichte von umherstreifender dunkler Brut. Aber keine Anzeichen der Haupthorde. Wir sind die einzige Hoffnung, die dieses Dorf noch hat. Ja, Herrin, darf ich fragen, wer ihr seid? Ich bin Freydis, ein grauer Wächter. Ich verstehe. Ich bin Sir Bryant, Kommandant der Templer Lotherings. Terran Loghain hat alle grauen Wächter zu Verrätern erklärt und sie für den Tod König Kaelens verantwortlich gemacht. Ich hoffe, ihr wisst das. Er hat uns dafür verantwortlich gemacht? Er hat außerdem ein Kopfgeld auf die Überlebenden ausgesetzt. Ich glaube nicht, dass die grauen Wächter so rücksichtslos oder hinterhältig sein könnten, wie der Terran behauptet. Dennoch ist das der Stand der Dinge. Es wird wohl das Beste sein, wenn ihr euch nicht allzu lange hier aufhaltet. Nur für den Fall. Wegen dieser Banditen außerhalb des Dorfes. Beim Atem des Erbauers. Wie oft müssen wir sie denn noch verjagen? Ich könnte das übernehmen, wenn ihr möchtet. Das ist nicht nötig. Ich werde es erledigen lassen. Schon wieder. Sir Varal, diese idiotischen Banditen sind zurückgekehrt. Nehmt ein paar Männer und verjagt sie. Und versucht, ihren Anführer diesmal gefangen zu nehmen. Wie ihr befehlt, Sir Bryant. Also, falls ihr sonst nichts mehr benötigt. Es sieht schlecht für das Dorf aus. Wollte ich mal nur anmerken. Ja, das tut es. Da der Ben seine Männer mit in den Norden genommen hat, ist das Dorf seinem Schicksal überlassen. Wir werden so viele wie möglich evakuieren, bevor die Horde hier ist. Ich bleibe, solange ich gebraucht werde. Also, falls ihr sonst nichts mehr benötigt... Ich sollte gehen. Ich wünsche euch eine sichere Reise. Möge der Erbauer über euch wachen. Mal schauen, ob die den tatsächlich gefangen nehmen. Wer? Bitte verzeiht. Ich habe euch nicht kommen sehen. Sir Dunnell, seid ihr das? Alistair? Beim Erbauer. Wie geht es euch? Ich war mir sicher, ihr seid tot. Noch nicht. Und das ist nicht Terran Loghains Verdienst. Wenn Al Eamon wohlauf wäre, würde er Loghain umgehend in die Schranken weisen. Wenn er wohlauf wäre? Was meint ihr damit? Der Al leidet an einer Krankheit, die sein Leben bedroht. Wir konnten kein Heilmittel finden. Weder ein natürliches noch ein magisches. Wann ist das geschehen? Erst vor wenigen Wochen. Aber sein Zustand hat sich rapide verschlechtert. Niemand versteht das Wesen dieser Krankheit. Und selbst Magie konnte ihr Fortschreiten kaum verlangsamen. Alles, worauf wir jetzt noch hoffen können, ist ein Wunder. Alle Ritter von Redcliffe haben sich auf die Suche nach der Urne der heiligen Asche gemacht. Es heißt, Andrastes Asche würde jede Krankheit heilen. Aber ich fürchte, wir jagen einer Legende nach. Mit jedem Tag schwindet meine Hoffnung ein bisschen mehr. Eigentlich hatte ich gehofft, ich könnte Al Eamon treffen. Warum, wenn ich fragen darf? Wir brauchen seine Hilfe gegen Terran Loghain. Ich verstehe. Der Al ist zwar ein beliebter Mann, aber Terran Loghain ist in ganz Ferelden ein Volksheld. Was auch immer der Terran getan oder gelassen hat, ändert nichts am Zustand des Al. Ihm gilt meine größte Sorge. Glaubt ihr, Loghain hat etwas mit der Krankheit des Aals zu tun? Der Aal ist schon vor dem Tod des Königs erkrankt. Aber was, wenn der Terran auch das geplant hat? Derartige Überlegungen gefallen mir überhaupt nicht. Wir sollten selbst nachsehen, was in Redcliffe vor sich geht. Davon bin ich jetzt mehr denn je überzeugt. Ich bin auf jeden Fall überzeugt, dass ihr auf Schloss Redcliffe willkommen seid.
Die Alessa ist dort und sie kann euch vermutlich mehr sagen als ich. Ich sollte gehen. Ich wünsche euch viel Glück. Und auch euch, Alistair. Ich hoffe, wir sehen uns eines Tages wieder. Das hoffe ich auch, Sir Dunlop. So, jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wieso ist Logan eigentlich ein Volksheld in Ferelden? Wenn ihr mehr in die Lore reinschlüpfen wollt, kann ich euch das Buch von Dragon Age The Stolen Throne, also der gestohlene Thron, sehr empfehlen, weil dieser spielt vor Dragon Age Origins und erzählt die Geschichte von Logan und von König Merrick, also der Sohn von König Caelan. Und ja, also kann ich wie gesagt nur empfehlen, sich das mal durchzulesen. Ja. Möge er endlich bis zu den Ohren des Erbauers aufsteigen. Oh. Armor of Sten. Oh. Ah, ich weiß, was das ist. Aha, okay. So, bevor wir jetzt hier aber mit der ehrwürdigen Mutter sprechen. Da ist noch ein Buch. Die erste Verderbnis, Kapitel 1. So, wir werden nämlich jetzt erstmal noch in die Taverne gehen. Speichern, wichtig. Ach so, ja, und hier haben wir ja auch noch Schutt. Wie ihr also, meint. Reden wir mal kurz über eure Mutter. Ich würde lieber über eure Mutter reden. Da gibt es nichts zu reden. Außerdem ist eure Mutter doch eine böse Hexe, die mitten im Wald lebt. Das ist viel interessanter. Für euch vielleicht. Aber ihr findet sicher auch den Moosbewuchs auf Steinen interessant. Wisst ihr, was noch viel interessanter ist? Abtrünnige. Magier außerhalb des Turms. Das ist gegen das Gesetz, wisst ihr? Habt ihr das in irgendeinem Buch gelesen? Hoffentlich waren die kleinen Buchstaben nicht zu anstrengend für euch. Wir müssen uns aber auch nicht über eure Mutter unterhalten. Ist mir auch recht. Ach ja, die zwei. Hast du schon die neuen Rekruten? Gehen wir erstmal zur Taverne. Wen haben wir denn hier, Männer? Ich würde sagen, wir sind gesegnet. Oh oh, Loghains Männer. Das verheißt nichts Gutes. Haben wir nicht den ganzen Morgen damit verbracht, nach einer Frau zu suchen, die genauso aussieht? Und haben nicht alle gesagt, sie hätten niemanden gesehen, auf den die Beschreibung passt? Es scheint, als hätte man uns belogen. Meine Herren, es besteht doch sicherlich kein Grund für Streitigkeiten. Das hier sind ohne Zweifel nur ein paar weitere arme Seelen auf der Suche nach Schutz. Sie sind mehr als das. Jetzt geht uns aus dem Weg, Schwester. Wenn ihr diese Verräter beschützt, droht euch dieselbe Strafe wie ihnen. Wie kommt ihr darauf, dass wir Verräter sind? Taryn Logan behauptet, die Grauen Wächter hätten unseren König verraten. Wusstet ihr das nicht? Genug geredet. Nehmt den Wächtern Gewahrsam. Tötet die Schwester und jeden, der euch in die Quere kommt. Ja, bringen wir es hinter uns. Oh, schlechte Entscheidung. Schon gut, ihr habt gewonnen. Wir ergeben uns. Gut. Sie haben ihre Lektion gelernt und wir alle können aufhören zu kämpfen. Die Grauen Wächter haben König Caelan nicht verraten. Es war Loghain. Ich war da. Der Taryn hat uns aus einer Falle gerettet. Der Taryn hat den König sterben lassen. Die Wächter haben den König in seinen Tod geführt. Der Taryn konnte nichts tun. Überbringt Loghain folgende Nachricht. Was sollen wir ihm sagen? Er muss schon mehr bieten als das hier. Ich werde es ihm sagen. Auf der Stelle, jetzt. Ich danke euch.
Verzeiht meine Einmischung, aber ich konnte einfach nicht tatenlos daneben sitzen. Ich weiß zu schätzen, was ihr tun wolltet. Es freut mich, dass ihr diesen Männern anerboten habt, Gnade walten zu lassen. Gestatte, dass ich mich vorstelle? Ich bin Liliana, eine der Laienschwestern der Kirche hier in Lothering. Das heißt, ich war es. Was bedeutet das? Ich habe mich der Kirche angeschlossen, um ein Leben in friedlicher Kontemplation zu führen, bin aber keine Priesterin, nicht mal eine Anwärterin. Ich bin Freydis. Erfreut euch, kennenzulernen. Die Männer sagten, ihr seid ein grauer Wächter. Dann werdet ihr also die dunkle Brut bekämpfen, richtig? Das machen graue Wächter doch. Nach dem, was geschehen ist, braucht ihr sicher jede Hilfe, die ihr kriegen könnt. Deshalb komme ich mit euch. Ich brauche Hilfe, das ist wahr. Und außerdem möchte der Erbauer, dass ich mit euch gehe. Der Erbauer ist auf meiner Seite? Dann willkommen an Bord. Dann glaubt ihr mir? Ich wusste, dass den Traum wirklich der Erbauer geschickt hat. Die Vision, dass ich euch diene und dadurch seinen heiligen Plan verwirkliche. Vielleicht ist euer Schädel doch schwerer beschädigt worden, als Mutter dachte. Danke. Ich weiß diese Chance wirklich zu schätzen. Ich werde euch nicht enttäuschen. So, das heißt, wir haben jetzt Liliana mit uns. Und diejenigen von euch, die vielleicht Tomb Raider Legend kennen und Tomb Raider Underworld und das mal gespielt haben. Na, vielleicht kommt euch die Stimme ja bekannt vor. Also ich muss sagen, durch Dragon Age habe ich wirklich eine Liebe zu Synchronsprechern gefunden. Also jetzt im Sinne von, wenn ich die Stimme erkenne, da lacht mein Freund immer drüber. Wenn ich nämlich eine Stimme erkenne, dann komme ich direkt mit, oh, das ist, der synchronisiert und den und den und den und den. Und ja, ich weiß nicht, ich finde halt, bei manchen Synchronsprechern ist da halt so ein Wiedererkennungseffekt drin. Und bin ich dann immer froh, wenn ich dann so am Rätseln bin, so, kann das wirklich dieser Synchronsprecher sein? Ja, das ist er doch, oder? Und dann schaue ich schnell so auf Wikipedia und dann sehe ich so, ah ja, ich lag richtig. Wenn ihr wegen Lebensmitteln hier seid, wendet euch an den verdammten Wicht bei der Kirche. Ich verkaufe andere Waren. Zeigt mir, was ihr anzubieten habt. Schauen wir mal. Ach, Bier. So eine Seilhalskette und einen Goldring. Ja, also Geschenke kriegt man hier immer gut. Dorn der toten Götter hört sich auch sehr episch an. Aber ja, Pläne für eine große Schrapnelfalle? Okay. Pläne für die große Clownfalle und Pläne für den schwachen Köder. Und Pläne für eine kleine Schmierfalle. Okay. Wenn ihr wegen Lebensmitteln hier seid, wenn ich verkaufe andere Waren. Ihr habt keine Lebensmittel mehr? Beinahe jede Nacht kommt und geht ein ganzer Schwung von Flüchtlingen. Sie alle haben knurrende Mägen, traurige Geschichten und Erbstücke zum Tauschen. Ich habe diesem verdammten Händler da draußen vor 2 Wochen die Hälfte meiner Vorräte verkauft. Und jetzt verlangt er unverschämte Preise für meine Lebensmittel. Keine Sorge, um den habe ich mich gekümmert. Wirklich? Nun, was soll ich dazu sagen? Danke. Lebt wohl. Kann sein, dass wir nochmal nachher zu dem müssen, aber gehen wir erstmal raus. So, jetzt schauen wir mal kurz bei Liliana. Bräuchte nämlich noch ein bisschen. Ja, gut, das Blöde ist, wir haben jetzt natürlich keine Rüstung für sie. Aber sie kann den Kurzbogen nehmen und Feuerblitze. Ach so. Okay. Zum Ritter unterhalten. Gut. Er sagt, er sei aus mit jedem in der Taverne. Reden wir mal mit der Allison.
seid gegrüßt, Fremde. Ich nehme nicht an, dass ihr jemanden kennt, der Fallen herstellen kann. Wofür braucht ihr die Fallen? Der alte Balin sagte, die dunkle Brut könnte bald hier sein. Er hat einige Fallen auf seinem Hof. Ich dachte, ich sollte auf meinem Land vielleicht auch welche aufstellen. Aber Balin will seine Fallen vergiften. Ich möchte ganz normale Fallen. Warum kauft ihr nicht einfach welche? Es gibt keine mehr. Balin hat alle Fallen, die es im Dorf gab, auf seinen Feldern aufgestellt. Balin hat Giftfallen an seinem Land? Er hat noch kein Gift im Erbauer, sei Dank. Also sind seine Felder einfach voller Fallen. Er kann manchmal ein bisschen exzentrisch sein. Ich kann euch nicht helfen. Lebt wohl. Entschuldigt. Ich wollte euch nicht belästigen. Ach, das tut ihr doch nicht. Na gut, dann würde ich aber sagen, hören wir an dieser Stelle auf. Es gibt in Lothering zwar noch ein bisschen was zu tun, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!